Okay, dann müssen wir uns hier den Ort nochmal merken. Aber ich möchte eigentlich nicht Astras Menschlichkeit so tief haben. Ich will sie eher ein bisschen hochholen. Bin ich ganz ehrlich. So. Weg mit dir. So. Die Runde überlebt er nicht. So, Elaine erledigt den Rest. Ist wunderbar. Okay, gut, dann haben wir uns hier den Ort einmal angeschaut. Wir müssen uns nur merken, hier ist noch eine ein Pentagramm für die Verdammnisklinge. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. So, hier war Dings, Bums, ne? Das war dieser, ne, dieser rollende Steine-Zeug da. Also ich finde Valnar gerade echt mächtig. Dafür, dass er immer, ich sag mal, nur ein Vampir der dritten Generation war. Hier ist auch noch ein Ort, den wir besuchen können. Okay. Das ist eine Festung von den Menschen. Was ist das hier? Okay, ein Ort, wo wir noch nicht hin können. Das hier sollte der Sumpf sein, der in dem Buch beschrieben ist. Oh. Das dort vorne sieht doch schon mal nach viel, noch viel, noch mal, schon mal vielversprechender aus. Dann führe uns noch mal, uns mal in den nächsten überflüssigen Kampf gegen einen übermächtigen Dämonen, Aska. Etwas mehr Zuversicht auf unendliche Macht würde dir auch stehen, Elaine. Wobei diese Macht werde selbstverständlich nur ich erhalten. Nur zu, ich sehe gern zu, wie du im Höllenfeuer verbrennst. Bevor wir uns um das Ritual kümmern, sollten wir uns erst noch um die Monster hier kümmern. Wir wollen ja keine unliebsame Überraschungen erleben. Guter Punkt. Wir erledigen erst die Monster, danach schauen wir uns das Ritual näher an. Das machen wir aber wirklich erst später. Das ist dieses Ritual, was erst, ich glaube, auf Level 70 oder so möglich ist. Und wir sind ja erst 30, also knapp 30. Das sollten wir tatsächlich erstmal noch die Finger von lassen. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Fliegen noch mal ein bisschen herum. Auf der Suche nach. Was ist hier? Eine Höhle. Okay, die können wir sogar besuchen. Das hört sich jetzt ziemlich komisch an hier. Was ist denn das? Nein. 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 Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich werde aber mal speichern, zur Vorsicht. So. Ich wüsste jetzt. Hallo? Willkommen in der Halle der Schätze. Ah, perfekt. Fremde. Was soll das hier für ein Ort sein? Hier könnt ihr Geld wetten und Preise gewinnen. Großartige Dinge, die euch sicherlich sehr nützlich sein werden. Was gibt es hier zu gewinnen? Die Preise sind am oberen Ende der Halle auf den Tischen ausgelegt. Schaut euch die Preise ruhig an und wenn ihr spielen wollt, kommt ihr wieder zu mir. Ich bekomme auch regelmäßig neue Preise rein. Kommt also ruhig öfter hierher. Und wie funktioniert das alles hier?
Ihr setzt 1000 Fila. Dann werden die Kisten gemischt. Ihr findet in den Kisten Punktetafeln. Mal viele, mal wenige Punkte. Ihr könnt diese Punkte sammeln und dann in entsprechende Preise umtauschen. Zusätzlich gibt es in jeder Spielrunde in einer Kiste einen Hauptpreis. Lasst euch überraschen. 1000 Fila pro Spiel. So ist es. Schaut euch ruhig ein wenig um. Und wenn ihr spielen wollt, sprecht ihr mich einfach wieder an. Okay. Ah, das sind also die Preise. Und ich glaube, wir sollen das Buch hier... Ah! Das ist die Erstausgabe des Buches Todestanz. Ihr könnt sie für 200 Punkte bekommen. Im Moment habt ihr 0 Punkte. Okay. Lebensang. Alles klar. Können wir egal wie viele Kisten öffnen? Also ist das hier... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Hervorragend. Ich werde die Kisten jetzt vorbereiten. Ihr habt dann die Möglichkeit, genau eine Kiste zu öffnen. Ich werde mir eure gesammelten Punkte notieren. Viel Spaß beim Spielen. Okay. Nur eine einzige Kiste. Die Kisten stehen bereit. Ja, ich weiß nicht. 43, okay. Das waren leider nicht so viele Punkte. Mehr Glück beim nächsten Mal. Der Hauptpreis wäre diesmal übrigens in dieser Truhe gewesen. Aha. Sprecht mich wieder an, wenn ihr noch eine Runde spielen wollt. Okay. Ja. Komm, wir brauchen das Buch, die Erstausgabe. Wenn wir gut sind, dann brauchen wir nur ein paar Mal unser Geld verprassen. Dann kriegen wir auch ein bisschen was zurück. 72, das ist schon mal okay. Sehr gut, ihr habt viele Punkte gesammelt. Der Hauptpreis wäre... okay. Okay, alles klar. 115, okay. Ja, komm, nochmal. So. Mal gucken, welche Kiste... Ich würde ja lachen, wenn das so ist. 25, ja, das waren nicht so viele. Okay. Gut, direkt neben uns. Ja, voll, großartig. 140, okay. Wir müssen ja nur 200 Punkte zusammenkriegen. Jetzt bräuchten wir nur noch eine mit über 60 Punkten, dann haben wir es auch schon. Versuch's mal mit der hier. Jawoll, jetzt haben wir es. Aha. So. Dann holen wir uns jetzt erstmal hier das Buch. Ja. Dann nehmt den Preis, ich ziehe euch die Punkte entsprechend ab. Buch Todestanz. Da ist das mit dem Kapitel über die Sasuri-Fliege. Fliegen wir zurück nach Schloss Faren. Alles klar. Dann können wir aber ruhig noch häufiger hier vorbeikommen, um die anderen Preise auch noch abzustauben. Aber interessant. Mhm. Kleines Glücksspiel, würde ich mal sagen. So, fliegen wir erstmal zurück. Gut, wo sind wir? Da sind wir, okay. Erstmal wieder hoch zum Schloss fahren. Und dem, ich weiß gar nicht mehr, wem sollten wir das geben? Das war unser Schloss. So, da wären wir. Ich weiß gerade nicht mehr, wem wir das Buch geben sollten. Irgendeinem, der innerhalb des Schlosses war. Ach, ich glaube sogar, wir sind sogar schon richtig. Konntet ihr das Buch schon gewinnen? Ja, hier ist es. Wie wunderbar. Zeigt her. Das ist es. Großartig. Nun werde ich der Meister der Anatomie. Ich bin gespannt, wie du die Sasuris-Fliege dank dieses neuen Wissens mit nur einem Schlag tötest. Nun, ich verstehe euren Spott, aber ihr unterschätzt die Macht der Anatomie ganz eindeutig. Aus der Sasuri-Fliege lässt sich für mich die Anatomie gefährlichere Rieseninsekten ableiten. Und das ist hilfreich.
Dann teilst du jetzt dein Wissen mit uns, damit wir vielleicht auch etwas genauerer die Schwachstellen unserer Gegner identifizieren können? Selbstverständlich. Also passt auf. Schön. Haben wir ein paar Punkte dazu. Angriffsstärke aller Vampire in der Gruppe sind um 5 gestiegen. Danke, das war hilfreich. Ich spotte nie wieder über die Lehren der Anatomie. Das freut mich sehr. Und nun entschuldigt, ich muss das Kapitel über die Sasuri-Fliege nun ganz genau studieren. Menschlichkeit gestiegen. Schön. Gut. Valnas Blut ist. Ja, gut, ne? Jetzt, wir haben jetzt ja. Achso, ich habe kein Blut mehr. Violen? Ja. Alles gut. Jawoll, ja. Jetzt können wir auch zu dem Waffen- und Rüstungsschmied, um uns jetzt eine bessere Rüstung auch zu holen. Sind alle Level 30 und Valna sogar 33. So, einmal hier durch, bitte. Dann hier durch. Dann hier. Zack. Und hier wären wir schon. Wir wollen Waffen haben. So. Ein. Nee, wir brauchen zwei Säbel. Kralle, ein Schwert, einen Stab brauchen wir nicht. So. Dann Säbel. Ja, genau. Da muss ich noch mal weiter. So. Oh ja, die Drachenzahnklinge, stimmt, die hatten wir ja auch. So. Jetzt können wir die ganzen Waffen erstmal verkaufen. So. Ja, genau. Jetzt müssen wir einmal noch mal zu den Rüstungsheini. Ich weiß gerade gar nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Hier ist viel Essen. Ach ja, hier war die Vampiren, die wir mitgenommen haben. Hier. Hier. Ah, ihr seht aus, als müsstet ihr dringend eure Ausrüstung auf den neuesten Stand bringen. Was soll denn das bedeuten? Ich meine ja nur, dass ihr hier gute Rüstungen kaufen könnt. Braucht ihr etwas? Ja. Brauchen wir. So. Also, wir bräuchten 4 Helme. 4 Rüstungen. 3 Schilde. Und 4 Stiefel. Gut. Fangen wir wieder bei Aska an. So. Was haben wir hier noch? Ringe. Okay, die sind auch ganz gut. So, nein. So. Angriff plus 7, dafür die Geschwindigkeit minus 10. Ketten. Brauchen wir nicht. So weiter. Zack. Den Rest müssen wir auch noch irgendwie weghauen. Was? Schlurferknochenring. Ja, komm, den hauen wir weg. Ätherhalskette. Die nehmen wir.
Ja, den können wir verkaufen. Nehmen wir die Spinnenkette. So. Gut. Dann verkaufen wir mal. Gut. Rüstungen. Alles mal weghauen hier. Alles immer nur so einzeln und so. Ah ja, die Runenmacht, ja, nee, ist ja klar. Perfekt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was los. Und jetzt können wir aber auch noch die Zauberrunen neu machen, da wir einen neuen Slot dafür haben. Zweimal Schatten, einmal Gift. Nehmen wir das. Elaine. Gebe ich die Feuerrune. Verbrennen. Cool. Balna kann ich nicht. Der hat ja schon Level 30. Und Celine. Der gebe ich die Lichtrune. So. Wunderbar. Jetzt sind wir wieder auf dem neuesten Stand. Was auch Rüstungen und alles angeht. Perfekto.